flach. Dafür, dass es schon spät ist, ist es ganz schön hell. Es ist das Land der nie untergehenden Sonne. Schlechte Nachrichten! Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich! Die Musik erinnert mich übelst an Pokémon Mystery Dungeon. Netty! Werden auch diese Kreaturen in so eine Stadt kommen? Kommt jetzt auch noch Hetty oder wie die anderen zwei, drei, vier Schwestern hießen? Netty, Hetty, Fetty und so irgendwie, ach keine Fetty. Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, die hießen doch so in dem Waldtempel oder nicht. Nun, ich will es nicht hoffen. Der Zusammenhang, die hießen doch so, oder? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Ach, Betty. Hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Nein, ich nicht. Oh. So, Zauberladen. Okay. Ich grüße dich. Welchen Zauber möchtest du lernen? Zauber. Stark Funke Serum. Stark Funken Serum. Okay. Was ist mit Datei und Virus? Weiß es nicht. Da musst du Elkoblast fragen. Der kennt sich mit dem Spiel aus. Übrigens, wenn man bedarf großer Erfahrung. Soll ich dich. Nein. Große Erfahrung. Drück eine Taste. Ich hätte vielleicht auch nicht nochmal quatschen sollen. So, richtig schnell kann ich nicht rennen. Geh mal aus dem Weg. Höhle, Tarik Höhle. Die ist irgendwo hier oben, wenn ich mich recht erinnere. Wow. Ein Blob. Proto-Blob. Wir machen den Proto-Blob platt. Yay, wir wurden aufgestuft. Automorphose durchführt. Wer weiß. Datei und Virus gibt's leider nicht. Höhle nach Tarika 1. Du kommst jetzt nicht an den Grasbüschel vorbei, oder was? Wow. Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits zu spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht aufhalten sollte. Na gut, dann gehe ich halt hinterher, denn wir sind Leute, die Echsen töten. Die schierende Echse. Mit dem geilsten Namen ever, ey. Echse, wow. Echse.exe got killed oder so. Was ist denn hier? Was kann ich hier machen? Hier kann ich zack und es bringt nichts. So, jetzt nehmen wir erstmal ein Monster mit. Wow, das war ein kritischer. Boah, hilft heftig. Ich habe einen Schaden genommen. Wow. Zu heftig. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ja, ne? 24 fehlt noch. Wenn du Ninja-Turm wärst, wärst du jetzt tot. Ja, irgendwie. Hier kann ich. Wow, was ist denn hier für ein Karneval? Ich geh erstmal hier runter. Hausparty. Hier haben wir Pilz. Ich dachte eben, das wäre ein Toad. Oh. Gegengift gefunden. Ich war doch schon oben. Ich hab Angst oben. Ich mach erstmal den Pilz kaputt. Was ist das denn? Ein Waldpilz. Aber anscheinend muss ich nach da oben. Kraftwasser, okay. Na, wir machen das, was Elko gesagt hat. Ich geh mal nach oben. Stürmen wir mal die Hausparty. Ja. Und Schmetterling. Ne, na okay, den Blob, den kriegen wir leicht weg. Bloimp! Zack. Ne, das war dumm, ich hau erstmal den Schmetterling weg. Ne, eine Motte ist es. Das Ding sieht aus wie eine Mischung zwischen einer Wespe und einem Schmetterling eben. Mit sehr großen Augen. Da ist ein Pilz. Mach den Pilz jetzt erstmal putt. Mach den Toad kaputt.
Borrow-Die-Konter, jetzt kommt der Borrow-Die-Konter zurück. Ui. Wieder Kraftwasser halten. Map-Map, Nap-Map. What the hell? Okay. Schon verstanden. Sagen, diese Musik in RPGs, die hört sich eigentlich immer gleich an, vom Prinzip her. Okay, wie mache ich das? Ach, ja, natürlich. Zack. Jetzt kann ich hier wieder. So, dann gehe ich einfach mal hier durch. Was haben wir denn da? Lebenssaft. Okay, das klingt... Du hast Blut gefunden. Das klingt interessant. Ach so, die Monster, die bleiben weg, auch wenn ich den Raum verlasse und neu betrete. Hä? Hä? Zack! So, ich will daran. Flucht... Ja. Ich dachte, du hast die Flucht gefunden. Tja. Ich hab die Flucht gefunden. So, jetzt. Na, wie ich mir dachte, okay, das heilt sich nicht. Das wollte ich nämlich noch ausprobieren. Ich mag Musik in RPGs. Ja, wie gesagt, sie haben alle irgendwie das gleiche Grundprinzip. Eine gewisse Spannung aufzubauen. Wie gesagt, wenn ich die Musik hier höre, muss ich an den ersten Teil von Pokémon Mystery Dungeon denken, also die ersten Spiele. Team Rot und Team Blau. Nicht gespielt. Also muss man machen. Interessiert mich nicht so wirklich. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe das erste Mal angetestet, vor Jahren mal. Und da hat es mich nicht so vom Hocker gehauen. Am Anfang hat es mich auch nicht so vom Hocker gehauen, aber nachdem ich etwas länger gespielt habe, habe ich doch Gefallen dran gefunden. Ich meine vom Spielprinzip, ich kam mit dem Kampfsystem nicht klar. Okay. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Kann sein, aber ich kam nicht klar drauf. Diese Dinger sehen aus, als wären das irgendwelche besonderen Schalter oder so. Verschlossen! Okay. Die Tür war fest verschlossen. Ich erwarte irgendwie so, dass gleich so ein Pokémon daher springt. Wer... Mich da durch. Mich da durch, sag ich. Leute, übrigens, noch 60 Tage, dann kommt Pokémon Sonne und Mond raus. Yahoo! Gedacht, dann ist Weihnachten. Nein. Na gut, wenn Pokémon Sonne und Mond rauskommt, dann ist es fast schon wie Weihnachten. Dann geht's eventuell auch mal wieder mit Community Battles weiter. Oh Mist. Eventuell, auf jeden Fall. Muss ich mich erstmal heilen? Mich erinnert mich Musik eher an Pokémon Mystery Dungeon 2. Team hat keine MP, obwohl er MP haben kann. Ich finde, das beste Pokémon Mystery Dungeon war immer noch Erkundungsteam Himmel. Da steht für mich nichts drüber. Da kann ich nicht großartig mitreden, New Spiel, wie gesagt. Ja, ich habe das jetzt für die Leute im Chat so gesagt. Der zweitliebster Teil ist dann... Ach, wie heißt's? Pokémon Super Mystery Dungeon, ja. Moment, ich sehe am Spielbild schon gerade, dass da ein bisschen was nicht stimmt. Ich ändere das mal eben. Ein pinker Dodo. Wie hast du das denn hingekriegt, Dodo? Es geht gleich weiter, Filter... Dodo, kommst du gerade frisch von Pinkern Island? Na, wer von euch kennt das noch? Bin auch gespannt, wer darauf kommt, woher das kommt. Ja, wer darauf kommt, woher das kommt. Mhm.
So, unten ein bisschen. Jetzt noch auf der rechten Seite etwas. Auf der rechten Seite. Nein, Smashy. So, jetzt muss ich das Bild nur wieder ein bisschen. So, jetzt. Ja, jetzt sieht's wieder gut aus. Ne, da unten ist immer noch. Was? Wieso ist da unten immer noch abgeschnitten? Ich hab das doch. Ah, jetzt ist. Jetzt ist es wunderbar. So, dann kannst du jetzt endlich weitergehen. Yay. Ich hab das umgestellt. Jetzt bist du wieder grün. Ne? Ich bin grün? Ich meinte Dodo, jetzt ist er wieder grün. Achso. Ich will erstmal hier oben gucken. Erkunden. Will nach Tarika jetzt. Okay, hier komme ich noch nicht weiter. Anscheinend kommt keiner drauf, woher das mit Pinkan Island kommt. Ranger? Meinst Pokémon Ranger? Mhm. Nope. Es ist aus dem Anime. Keine Ahnung. Zweite Staffel mit den Orange-Inseln. Da gab es doch eine Insel, wo pinke Bären gewachsen sind. Und immer wenn die Pokémon davon gefressen haben, sind sie auch pink geworden. Jetzt überleg mal, wann das lief. Und dann, vor ein paar Jahren. Vor einigen Jahren. Vor vielen Jahren. Ein Angriff geht noch und dann gucken wir mal, wie viel macht er denn Schaden? 2, okay. ZP sind Zornpunkte. Damit kann ich hier runtergehen und dann, dann hier irgendwas machen könnten. Aber nein, da kann ich gerade nichts machen. Na, 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 na. Anscheinend ist der Kamo weg, okay. Ich wollte keinen Pfeil, ich wollte... Einmal ein Kraftwasser einsetzen, bitte. Danke. Komm her, du Motte. Du ultimative Riesenmotte. Wow, gekillt. Sehr gut. Nöp. Kommen wir hier runter. Bitte nach Tarika. Da können wir obviously noch nicht lang. Da brauchen wir dann wahrscheinlich sowas wie einen Enterhaken. Kann ich mir gut vorstellen. Yay, die Motte lebt noch. Oder lebt wieder. Lebt noch, die habe ich doch gerade gekillt. Zombie-Punkte. Zombie-Punkte. Nein, keine Zombie-Punkte. Das stimmt, das könnte auch Mothra sein. Kämpfen wir da? Sind wir dann Ghidorah oder sowas? Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mir bisher noch keinen Godzilla angesehen. Obwohl ich das schon immer mal machen wollte, aber ich kam nie dazu. So diese typisch japanischen Godzilla-Filme oder eher so die so neuere? Die alten Japano. Boah. Das ist eine Wissenslücke. Irgendwo? Schon, ja. Musst du stopfen, Junge. Wenn ich irgendwann mal Zeit finde. Aber wie viele Godzilla-Filme gab's da jetzt eigentlich? Da gab's ja schon einige. So, jetzt habe ich dich, du blöder Pilz. Ich muss aber sagen, es ist auch schon Jahre her, seit ich das letzte Mal so einen Godzilla-Film gesehen habe, aber von diesen alten. Ich erinnere mich da kaum noch dran. Ah, ich erinnere mich noch an dieses Godzilla PS2-Spiel und das GBA-Spiel. Ich hatte die so gesuchtet und kann deswegen noch so viele dieser Monster. Okay. Yay! Slash! Einfach mal alles wegslashen. Bist du so lieb und befreist die Viecher und dann greifen die dich an. Und dann slash ich sie. Ja.
Training in dem Spiel werde ich übrigens off-cam machen, irgendwann immer mal. Da muss man ja nicht bei sein, außer bei der Ahnenhöhle. Das wird ein Spaß. Aber es ist gut, die schon früh zu machen, hat mir Rüdiger gesagt, weil man dadurch auch schneller levelt und einiges an guten Gegenständen bekommt. Anscheinend. Los, du schielende Echse! Oh, tot. Du hast Leon gekillt. Backslash! Zu hart! Nee, Och, wie heißt jetzt das Pokémon, ey? Ich weiß, welches du meinst. Flitiamo? Nein, nicht Flitiamo. Och, ich komm grad nicht drauf. Nicht zu Beerus, verdammt. Arschlöcher. Ja, beschreib mal das Pokémon. Schreiben. Ist auch teilweise ein Eistyp. Kommt, glaube ich, ab Generation 3 vor. Kann sich einmal entwickeln. Schnäppke? Nein. Weil ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Eistyp ist, ey. Beschreib's mal vom Äußeren her, nicht vom Typ. Skorgro, Skorgler. Ach so. Skorgler kommt aus der zweiten Generation. Skorgro ab der vierten. Okay, aber es sieht doch ein bisschen so aus, ne? Ich finde, Flitiamo kommt da eher hin. Nee. Flitiamo hat einen pinken Rüssel. Nö, kein Rüssel. Er ist so wie eine Schweinsnase, so ungefähr. Auf jeden Fall war es das, was ich gemeint habe. Müsstest du doch eigentlich wissen. Ich dachte, du hast ja einen Skorgro gezüchtet. Ja, aber kennst du das nicht, dass du manchmal einen Namen einfach auf irgendwelche Namen nicht kommst? Doch. Ja, also. Na, wie heißt du wohl? Kreuzspinne, da kannst du mir kreuzweise. Du willst sie doch wohl nicht etwa aufs Kreuz legen. Ja, doch. Ob Dann. Sie jetzt Kreuzaugen hat, weil sie tot ist? Yay! Yay! Heilen, Alter. Heilen! Epilepsie. Wie gespeichert! Gehen wir hier nochmal durch. Jo, in einer halben Stunde spielen wir schon. Schon. Ich werde dir den Schlüssel für die Tür niemals geben. Wie heißen diese Echsen-Soldaten aus Zelda? Ich komm bald drauf. Argorok? Nö. Nein, das ist ein Endboss. Das war der Boss, der eine, ja. Ach, wie heißen denn die Echsen-Soldaten, diese Echsen-Ritter? Weiß ich auch nicht. Die haben einen Namen, auf jeden Fall, aber ich komme gerade nicht drauf. Nein, nicht Stahlforce, das sind diese Skelett-Ritter. Exalforce, ja genau. Genau so hießen sie. Danke, Chaos. Stahlpfosten. Ey, du Stahlpfosten. Er ist voll gegen den Stahlpfosten gerannt. Okay. Einen Angriff kann ich noch. Für die fetzig Musik. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin hier gerade am Updancen, Leute, damit ihr das wisst. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich springe gerade wild durchs Zimmer. Man hört das richtig. Man hört dieses ganz leise Bumm. Ich bin so grazil wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Genau. Was auch noch Flügel hat, ne? Ja, klar. 100 Erfahrungspunkte, gerne wurde aufgestuft. Yay. Elko hatte voll Schiss, ey. Hoffe, das geht gut und so. Schlüssel erhalten. Du. Konnte der Ex-Mann den Schlüssel stehlen?
So schlau ist er doch gar nicht. Ey. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Er war so Unglaublich. schön. Sowas ist noch nie zuvor passiert. Gib mal alles ein erstes Mal. Da kommt sie angeschlichen. Willst du den Grund wissen, Keanu? Jetzt kommt's. Wer bist du und woher kennst du meinen Namen? Du bist YouTuber, verdammt! Ich kann die Zukunft sehen. Ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Deine... Nein. Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mir warum. Hast du die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Ja. Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Das Licht! Das Licht! Das Licht! Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Müssen wir die Uhr schon wieder um eine Stunde verstellen? Ja. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast, das Böse zu bekämpfen. Ich? Ja, du. Augenblick mal, ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich auch wieder nicht. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt. Erzähl mir über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Punkt, 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 Punkt. Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Punkt, Punkt, halt, Moment. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese bösen Mächte kämpfen können. Zum Beispiel jeder einzelne Mensch auf dem Planeten. Du bist so ein Typ namens Link? Vielleicht. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise kämpfen? Was? Ich muss gegen eine Reise kämpfen? Ja! Denn als die Lichtkugel... Denn als die Lichtkugel erschien, war dein Schicksal besiegelt. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Warte noch. Die spinnt doch. Show me your boobs. Ja. Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern. Wir werden uns bald wieder treffen. Entschuldigt. Ich habe mich beim Trinken gerade verschluckt. So, ich checke kurz mal Skype ab. Ich wurde angeschrieben von Rio. Moment.